So Leute, jetzt ist was Lustiges passiert. Wir kommen mal wieder auf unseren YouTube-Kanal. Der Andreas, wir haben jetzt so viele Mitarbeiter, dass Andreas, ihr kennt das Büro vom Andreas, der Andreas hat einfach kein Büro mehr jetzt. Mussten wir jetzt abgeben, jetzt sitzt hier der Chinit aus dem Coaching-Team. Andreas hat jetzt ein neues Office woanders. Sorry, jetzt die Laura. Also auch nicht mehr hier im Office, wir haben auch ein neues Büro gemietet, also keine Sorge. Schöne 800 Quadratmeter demnächst. Dieses Coaching-Team fleißig am Arbeiten. Ah, da ist der Chinit. Das ist neu bei uns. Mir gefällt dir die Arbeit hier. Sehr geil. Hast du keine andere Wahl, was anderes zu sagen. Also weiter geht's. Willkommen zurück und ich möchte dir in diesem Video erklären, wie du dein Geschäft weiter ausbauen kannst, wie du aufs nächste Level kommst, wie du mehr Umsätze generierst als Dienstleister. Und die meisten unserer Zuschauer, die das hier gerade sehen, sind in irgendeiner Art und Weise Dienstleister, erbringen eine Dienstleistung für andere, zum Beispiel Coaching, zum Beispiel Beratung oder halt einfach eine Dienstleistung letztlich, wo sie etwas für jemand anderen umsetzen, was auch immer das ist oder was auch immer das sein mag, komplett egal. Und wie kann man so ein Geschäft überhaupt grundsätzlich skalieren, ja, oder ausbauen? Und da gibt es nur ein paar Möglichkeiten, um das Ganze zu tun. Denn am Ende des Tages verkaufst du immer deine Zeit, du bietest immer in irgendeiner Weise deine eigene Zeit an, die du verkaufst, um etwas für jemand anderen zu machen. Ob es jetzt Coaching, Beratung, Dienstleistung ist, ist egal. Und dementsprechend gibt es auch nur wenige Arten und Weisen, wie du das Ganze jetzt hebeln kannst, wie du da jetzt Leverage reinbringst. Um mehr Geld zu verdienen, mehr Freiheit zu erlangen und so weiter und so fort. Und der erste Step ist eigentlich relativ trivial, ja, da du nicht hingehen kannst und dir mehr Zeit auf dein Konto zaubern kannst. Ja, jeder Mensch hat 24 Stunden am Tag, auch du hast 24 Stunden am Tag, wenn du dieses Video siehst. Damit du das tun kannst, kannst du erstens hingehen und deine Preise erhöhen. Ja. Wenn du jetzt heute 1000 Euro nimmst für irgendeine Dienstleistung, und du morgen dafür 2000 Euro nimmst, dann hast du gerade mal eben so deinen Umsatz quasi verdoppelt, wenn du das ab jetzt immer machst und es immer gleichbleibend funktioniert, immer gleich viele Kunden kommen, ja, hast deine Zeit sozusagen in dem Sinne wertvoller gemacht. Das ist die erste Art und Weise, wie du dein Geschäft hebeln kannst. Also, egal was du gerade anbietest, egal was du gerade machst, du kannst deinen Preis erhöhen. Und dadurch mehr Umsatz machen, mehr Geld verdienen. Ja, sehr, sehr trivial, eigentlich super simpel, aber auch ein riesiges Thema, weil viele Unternehmer, mit denen wir in der Vergangenheit gesprochen haben, gearbeitet haben, haben Mindset-Probleme, was das Thema Preis angeht. Die trauen sich nicht, den Preis zu erhöhen. Die machen seit 10 Jahren, haben die dieselben Preise und sagen, oh nein, die Konkurrenz macht das so und so. Ja, ist doch egal, was die Konkurrenz macht. Uns ist auch komplett egal, was die Konkurrenz macht. Weil wir die einfach abhängen und das kannst du auch machen. Egal, ob du teurer bist, es gibt immer jemanden, der auch den teureren Preis bezahlen wird für deine Dienstleistung, wenn du das bessere Marketing und den besseren Verkauf und das bessere Angebot hast. Und das kannst du selber alles kontrollieren, also kannst du auch deine Preise entsprechend erhöhen. Heißt, wenn du jetzt gerade in diesem Moment nicht jeden Tag von deinen Kunden hörst, dass du zu teuer bist, kannst du auf jeden Fall deine Preise erhöhen. Ja, weil dann bist du wahrscheinlich zu günstig. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, den du sofort in dein Business implementieren kannst. Heißt, erhöhe die Preise, wenn möglich. So, jetzt haben wir auf diese Art und Weise den Umsatz gestiegen, aber auch hier gibt es quasi sowas wie eine gläserne Decke, weil irgendwann kommst du an den Punkt, da kannst du nicht mehr Geld verdienen. Da kannst du noch so viele Kunden, noch so teuer sein, du wirst nicht in der Lage sein, alle Kunden abzuarbeiten. Und das ist ein riesiges Problem. Weil du Zeit gegen Geld tauschst in diesem Fall. Bedeutet, wie kannst du jetzt hingehen und weiter dein Geschäft ausbauen? Da gibt es die nächste Möglichkeit. Das ist in irgendeiner Art und Weise dein Angebot, was du gerade hast, was du jetzt in diesem Moment hast, so aufstellen, dass es skalierbar wird. Ja? Wie kann man eine Dienstleistung, eine Beratung, ein Coaching-Angebot skalierbar machen? Da gibt es unterschiedliche Varianten. Ja, du könntest hingehen und statt einem 1:1 Coaching beispielsweise ein Gruppencoaching machen.
Ja, plötzlich hast du nicht mehr einen Kunden, mit dem du gerade arbeitest, sondern zwei Kunden. Oder drei, oder vier, oder fünf, oder sechs, oder 50 Kunden parallel. Ja? Auf einmal machst du nicht mehr einen Eintages-Workshop mit einer Person, sondern machst vielleicht ein Seminar mit 50 Leuten, die einen gewissen Preis bezahlen, und hast auf einmal auf diese Art und Weise dein Angebot, was du vorher hast, transformiert in ein skalierbares Angebot, wo du jetzt mit demselben Zeitaufwand deutlich mehr Geld verdienst. Ja, das ist die erste Variante, was du machen kannst, wenn du eine Einzelperson bist, wenn du Coach bist oder Berater bist. So, wie ist das bei Dienstleistungen? Du kannst in irgendeiner Art und Weise deine Dienstleistung nehmen und streamline. Heißt, ein Beispiel, du bist eine Agentur und jetzt hast du einen Kunden in der Industriebranche, also in der Metallindustrie, dann hast du einen Friseursalon als Kunden, dann hast du ein Fitnessstudio als Kunden. Ja, das sind alles drei Kunden mit komplett unterschiedlichen Anforderungen, komplett unterschiedlichen Lösungen, die du da kreieren musst für diese. Heißt, was, wenn du jetzt dein Geschäft streamlinen würdest, also beziehungsweise nochmal darauf einzugehen, das sind halt drei komplett unterschiedliche Dinge. Das heißt, du musst dich jedes Mal wieder umdenken. Jedes Mal fängst du wieder bei Null an und musst überlegen, wie gehe ich jetzt vor. Heißt, es ist ein enormer Zeitaufwand, ein enormer Zeitinvest pro Kunde, um die Dienstleistung zu erbringen. Wenn du das Ganze jetzt streamlinen würdest, würdest du sagen, hey, statt den Kunden in der Stahlindustrie und den Kunden in den Friseursalon und im Fitnessstudio, arbeite ich jetzt beispielsweise nur noch mit Friseursalons oder ich arbeite nur noch mit Fitnessstudios oder ich habe nur ausschließlich Kunden, die in der Industrie unterwegs sind, in der Stahlindustrie, und arbeite mit diesen. Ja? Weil jetzt hast du zwar mehrere Kunden, aber da die Kunden alle sehr ähnlich sind, hast du auch einen ähnlichen Lösungsansatz und musst nicht immer dir alles komplett neu ausdenken. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja? Heißt, das ist der Weg, wie du deine Dienstleistungen auf diese Art und Weise streamlines. So, was haben wir jetzt gelernt? Wir haben bisher gelernt, Preise sind wichtig. Zweitens, dein Angebot skalierbar zu machen, ist ganz wichtig. Eine weitere Möglichkeit, ein skalierbares Angebot zu machen, ist zum Beispiel auch ein Online-Coaching. Ja. Wenn du jetzt darüber nachdenkst, okay, ich kann ein Seminar machen, wo ich jetzt ein Wochenende vielleicht arbeite, ja, geil. Aber ich könnte auch ein Online-Training machen, ein Online-Programm bauen, wo ich die Leute über einen längeren Zeitraum begleite, vielleicht eben nicht vor Ort sehe, aber ich kann alles online machen und muss jetzt nicht irgendwo zu irgendeiner Uhrzeit an irgendeinem Ort sein, sondern kann komplett von meinem Handy aus zum Beispiel arbeiten. Ja, das ist auch eine Möglichkeit. Zum Beispiel, wir haben Coaching-Programme, wir haben Seminare, wir haben beides quasi, ja. Und die Coaching-Programme finden komplett online statt, also alles digital. Aber die Kunden haben, die haben Erfolge, sensationell, kommen ins Programm, 6 Wochen später haben die ihren 5-stelligen Umsatz gemacht, wenn sie das Ganze entsprechend umsetzen. Wie geht das? Weil wir die Coaching-Programme online zur Verfügung stellen, die Teilnehmer sind da drin, setzen das Ganze um, haben einen Plan, der auch funktioniert, der erprobt ist, ja, weil keiner kommt in unser Training rein und das kann sagen, das funktioniert nicht, weil die Dinger ja schon erprobt sind. Da sind schon hunderte Leute durch und haben hunderte Ergebnisse. Ich kann die Testimonials links und rechts um die Ohren werfen, wenn ich will. Ja, wir haben Videos, ich hab das letzte Mal nachgefragt, da kannst du wahrscheinlich mehrere Wochen einfach nur Testimonials hintereinander schauen. Auf dem Fernsehen. Material ohne Ende. So. Und das ist halt einfach möglich, auch wenn es komplett online stattfindet. Das ist sehr, sehr spannend, weil dasselbe kannst du vielleicht auch für dich implementieren. Also das ist ein wichtiger Faktor. Erstens, Preis erhöhen. Zweitens, Angebot skalierbar machen. Skalierbar machen. Aber dieses skalierbare Angebot wird sowieso erst dann für dich spannend, wenn du auch auf eine Art und Weise Anfragen generierst, wo du nicht mehr viel Zeit investieren musst. Das ist ein wichtiger, weiterer Faktor, wenn du wirklich hoch hinaus willst mit deinem Geschäft, musst du in irgendeiner Art und Weise deine Anfragengenerierung, deine Lead-Generierung, so nennt man das auch, so aufstellen, dass sie automatisiert verläuft. Online, dass du einen Prozess hast, wo du weißt, so kriege ich Anfragen und so kriege ich heute Anfragen, so kriege ich auch noch in einem halben Jahr Anfragen und auch in einem Jahr Anfragen, damit du eine gewisse Planungssicherheit hast, was deine zukünftigen Umsätze angeht, wo du einfach sagen kannst, okay, ich gebe vielleicht Geld in Werbung aus, ob das jetzt Google AdWords ist, LinkedIn, Xing, Facebook, YouTube, ganz egal, ich gebe Geld in Werbung aus, aber ich kriege Anfragen rein, die ich nutzen kann. Ja, ganz, ganz wichtiger Faktor. Jetzt der nächste Punkt. Ja, du hast deinen Preis erhöht, hast deine Profitabilität damit gesteigert. Jetzt hast du ein skalierbares Coaching-Programm und du verdienst, keine Ahnung, 40.000
30.000, 50.000 Euro im Monat, beziehungsweise machst diesen Umsatz im Monat. Es bleibt auch ordentlich was bei dir hängen, dass du wunderbar leben kannst. Hast einen tollen Lebensstandard, hast ein schönes Auto, holst dir eine schöne große Wohnung. Ja. Was kannst du jetzt machen, um dein Geschäft weiter voranzubringen? Und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, und das ist die Skalierung durch Mitarbeiter. Etwas, worüber im deutschen Markt wenige sprechen können, weil sie es selber nie geschafft haben, weil sie selber nie Mitarbeiter eingestellt haben. Oder das dir beibringen können von diesen klassischen Leuten, die man noch so hier auf dem Markt findet. Wir haben jetzt mittlerweile, ich habe gestern gefragt, 29 Festangestellte in dieser Firma, Vollzeit. Darüber hinaus noch ein paar Leute, die freie Mitarbeiter sind und hier und da mal einen kleinen Auftrag machen, aber das ist jetzt nicht die Regel. Und das ist eigentlich einer der wichtigsten Faktoren, die für großen Wachstum notwendig ist. Es ist die Einstellung von Mitarbeitern, die gewisse Aufgaben für dich erledigen und dafür sorgen, dass du dich nur auf die Sachen fokussierst, die du halt eben auch am besten kannst. Ja. Deine Geniezone sozusagen. Wenn du kein guter Verkäufer bist, ja, erstens lerne verkaufen in dem Maß, dass du gut wirst. Gut werden kann jeder. Sensationell werden kann, glaube ich, nicht jeder. Da braucht man ein bisschen Talent auch noch für. Aber sorge dafür, dass du zumindest dieses Level erreichst, wo du gut bist, wo du solide verkaufst. Und wenn du sagst, okay, das ist nichts für mich, dann suchst du halt jemanden, der dein Vertriebsleiter wird, der da Erfüllung dran hat, der Spaß dran hat. Ja, es gibt verschiedene Persönlichkeitstypen nach Myers-Briggs, die sind halt mehr geeignet für Verkaufen. Es gibt welche, die sind weniger geeignet. Welche geeignet sind, erfährst du zum Beispiel in unserem Excellence Mastermind Programm, unsere höchste Mastermind, oder sagen wir fast höchste Mastermind, von unserem Programm her. Und was du tust, ist, du holst Mitarbeiter, bezahlst denen Geld dafür, dass sie Sachen machen, die du selber nicht machen würdest. Der Mitarbeiter muss aber vor allen Dingen eine Sache tun. Er muss mehr Geld einbringen, als er kostet. Ja, das ist das wichtigste Thema, das wichtigste Ding überhaupt. Und wie kann das ein Mitarbeiter machen? Erstens, er bringt dir Geld ein, Vertrieb, Marketing-Mitarbeiter, ja, wo du weißt, okay, der hat mir jetzt Leads generiert, der hat mir jetzt Verkäufe generiert, ja, der hat mir Anfragen gebracht, der hat Verkäufe generiert. Da weißt du ganz genau, okay, so und so viel Geld kam über die Person rein, aber auch sowas wie zum Beispiel jemanden wie der Daniel jetzt ist, die Kamera hält und die Videos macht, die Videos bringen nachweislich Anfragen, die Anfragen bringen nachweislich Kunden, dementsprechend bringt der Daniel nachweislich Geld sozusagen zu einem gewissen Anteil in diese Company rein, über die Videos, die produziert werden. Dadurch kann man sich selber rechtfertigen, warum die Videos jetzt gemacht werden oder eben nicht. Und dann gibt es noch einen weiteren Punkt, also nicht nur, dass die Mitarbeiter Geld einbringen sollen, sie sollen auch darüber hinaus alternativ vielleicht Geld einsparen. Ja. Was kostet es dich, wenn du deine Buchhaltung falsch machst? Ja. Was kostet es dich, wenn du irgendwelche Fehler machst bei deinen Rechnungen und so weiter und so fort? Eine Person, die das kann, die weiß, wie das geht, die sich darum kümmert, kann dir da sozusagen wunderbar zur Seite stehen. Plus, sie spart dir Zeit ein. Das darf man niemals unterschätzen. Die eigene Zeit hat einen Wert. Das merkst du als Unternehmer, sobald du mal höhere Preise verlangt hast. Und diesen Wert dieser Zeit, der ist kostbar. Heißt, wenn Zeit eingespart wird, lohnt sich das Ganze. Es lohnt sich. Wir hatten hier mal ein spannendes oder lustiges Ding. Wir haben ein Seminar gegeben. Andreas Handy ist runtergefallen, das iPhone X. Ja. Das hatte dann irgendwie einen Riss drin bei ihm. Und dann ist er hingegangen und hat gesagt, Jan-Erik aus unserem Team, geh mal bitte zum Apple Store hier in Koblenz und kauf mir ein neues iPhone X. Dann haben unsere Kunden überrascht geguckt, weil es einfach so, man kann den Bildschirm einfach austauschen. So, aber Andreas nervt das halt und es hat, glaube ich, irgendwas nicht richtig geklappt, glaube ich, irgendeine Taste oder so. Und dann war das ein bisschen schwierig zu bedienen. Und dann ist es halt einfach sinnvoller, dass Andreas, keine Ahnung, wie viel Geld es kostet, iPhone X, 1.000 Euro bestimmt oder weniger oder mehr, keine Ahnung, das Geld investiert, als 2 Tage nicht erreichbar zu sein oder 3 Tage nicht erreichbar zu sein, weil irgendein Handy repariert werden muss. Ja, weil der Mehrwert von Andreas' Zeit ist höher als das Geld für das Handy. Und vielleicht ist deine Zeit jetzt in diesem Moment unternehmerisch gesehen noch nicht so wertvoll, weil du noch nicht so viel Umsatz machst und so weiter und so fort. Aber irgendwann kommt der Zeitpunkt, und da kann ein Mitarbeiter, der dir den Rücken frei hält, so wertvoll sein, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ja? Jemand, der sich um deine Belange kümmert, der sich um Sachen kümmert, die dir auch keinen Spaß machen eventuell, wo es einfach nur darum geht, dass du vielleicht auch besser gelaunt bist. Ja? Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Heißt,
das ist der letzte Baustein, beziehungsweise einer der letzten Bausteine, was dieses Skalierungsthema angeht. Es gibt noch mehr, es gibt noch weitere kleine geheime Dinge, die du lernst, wenn du bei uns im Coaching bist, bei uns in unserem Programm bist. Heißt, wenn das Ganze spannend für dich ist, wenn du lernen möchtest, wie du dein Geschäft jetzt aufs nächste Level bringst, wie du deine Preise erhöhst, ja, wie du dein Angebot jetzt ganz konkret, mal Butter bei die Fische, wie du das skalierbar machst. Oder wenn du lernen willst, wie du deinen ersten Mitarbeiter einstellst, die dir helfen, dein Geschäft weiter auszubauen, dann geh jetzt auf www.andreasbaulig.de, trag dich ein für ein kostenloses Erstgespräch. Wir zeigen dir genau, wie das Ganze funktioniert. Ja, ich frage mich sowieso, wenn du dieses Video hier guckst und noch nicht unser Kunde bist, warum bist du noch nicht unser Kunde oder unsere Kundin? Ja, warum? Und ansonsten abonniere diesen YouTube-Kanal. Sieh die weiteren Videos an und wir sehen uns in dem nächsten Video. Mach's gut, ciao und ich wünsche dir einen wunderbaren Tag und einen schönen Umsatz. Und heute, muss ich sagen, habe ich ganz viele tolle Sachen aus der Praxis kennengelernt, insbesondere wie ich meinen Werdegang, meine Authentizität, meine Story quasi vermitteln. Da habe ich einen ganz wertvollen Gesprächsleitfaden mit auf den Weg bekommen und da bin ich super dankbar, insbesondere weil die Themen so aus der Praxis kamen. Also die Coaches konnten sich sofort in unsere Situation hineinversetzen, konnten uns aus der Praxis Beispiele mitgeben. Also es war jetzt nicht nur Theorie, sondern es war wirklich angewandte Theorie und das hat mir selber unheimlich viel gebracht.